Die Schuhe werden geschnürt. Endlich geht es bei den Sportfreunden aus Lotte wieder los. Die Regionalliga-Partie bei Ida Oberstein in der letzten Woche fiel den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer, sodass man am Freitagabend um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Schalkes Zweite startet. Ein Vorteil für die Sportfreunde? Das sehen wir am Freitag. Also wichtig ist, dass wir jetzt erstmal beginnen und dass wir möglichst erfolgreich auch beginnen und dann möglichst auch in einen guten Spielrhythmus kommen, dass wir nicht zu viele Ausfälle haben. Aber wir sind voll fokussiert auf Freitag, hier im Heimspiel gegen Schalke erfolgreich zu sein. Damit es mit einem Dreier zum Start klappt, wird Lotte wohl auch kämpferisch einiges abverlangt werden. Oliver Zech, Winterneuzugang vom VfL Bochum 2, weiß, was die Zweitvertretung der Profiklubs stark macht. Da zählt die Ausbildung, dass sie möglichst schnell im Profibereich kommen. Das Spielerische zählt. Und für zweite Mannschaften ist es natürlich super, gegen so Mannschaften wie Sportfreunde Lotte oder letztes Jahr Preußen Münster zu spielen. Zech steht Trainer Mike Walpurgis am Freitag zur Verfügung. Nicht so hingegen Martin Hess. Der Stürmer wurde vom DFB-Sportgericht zu dreimal Zuschauen verurteilt. Jedoch nicht, wie teilweise berichtet wurde, aufgrund eines rassistisch motivierten Vergehens. Es ist klar nachgewiesen, dass es nicht um Rassismus geht, sondern dass es verbale Auseinandersetzungen, die beidseitig waren während des Spiels. Aufgrund dieser verbalen Auseinandersetzung ist es ja noch zu einer Tätlichkeit gekommen vom Trierer Spieler Karikari nach dem Spiel. Letztlich hat sowas nichts im Sport zu suchen und wir wollen uns hier auf Sport konzentrieren. Die Lücke, die die Sperre von Martin Hess im Sturm reißt, könnte von einem anderen Winterneuzugang geschlossen werden. Jerome Rudi Assauer, Ex-Spieler von Preußen Münster, zur Rückserie von Ligarivale Wuppertaler SV ins Tecklenburger Land gekommen. Assauer hat die Vorzüge von Lotte schnell erkannt. Ja gut, ich denke, hier geht es schon gediegener zu. In Wuppertal ist ja ständiges Pulverfass mit Fans, mit allem drum und dran. Und gut, das ist nicht immer gut. Ne? Sieht man jetzt, in Wuppertal sind viele Probleme. Hier schön gediegen, Ruhe, die Mannschaft kann arbeiten, hat Erfolg. Und ja, das macht auch als Spieler mehr Spaß. Wie kann das sein, dass so viele Ex-Preußen den Weg hier nach Lotte finden? Das weiß und möchte ich auch nicht beantworten. Ich glaube, auch Preußen ist ein guter Verein und ja, jetzt spielen wir alle hier für die Sportfreunde und geben hier Gas und dann ist auch gut so. Über die Einsatzchancen des Neuzugangs am Freitagabend wird der Trainer jedoch erst kurz vor der Partie entscheiden. Jerome, in Anführungsstrichen Rudi, kann durchaus da auch von Beginn an spielen, wobei er noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Alexander Kotuljac ist da aktuell schon weiter. Ich denke, dass er beginnen wird. Es kann aber auch sein, dass beide auflaufen. Die Vorgabe ist klar. 3 Punkte zum Start. Ach ja, und dann gab es gestern noch eine Pressekonferenz, bei der ein weiterer Neuzugang vorgestellt wurde. Links neben mir Gordon Göttker. 7 Jahre, unser jüngster Neuzugang jetzt bei den Sportfreunden. Und zwar ist er nicht für die sportliche Situation bestimmt, würde uns dort vielleicht auch weiterhelfen auf der Innenverteidigerposition. Was es mit diesem Neuzugang auf sich hat und was der 7-Jährige wirklich bei den Sportfreunden macht, erfahren Sie am kommenden Mittwoch bei Blickpunkt Nachwuchs.